Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar Freunde, heute habe ich mir mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch überlegt. Und zwar ballere ich direkt mal wieder einen kostenlosen Trainingsplan für euch raus. Natürlich auch mit den nötigen Ernährungstipps. Also vergesst es, ihr braucht keine 400, 500 Euro zu bezahlen für 0815 Trainingspläne, die ohne der richtigen Ernährung sowieso nur so sinnvoll sind wie ein Handy ohne Akku. Und dieser Trainingsplan, Freunde, ist auf jeden Fall natürlich für jeden von euch kostenlos mit den jeweiligen Workouts auch kostenlos dazu natürlich verlinkt. So, und ich möchte euch ja nichts erzählen. Das heißt, ich möchte euch ja nicht sagen, nur mit dem Trainingsplan könnt ihr Muskeln aufbauen, denn das stimmt einfach nicht. Es muss auch die Ernährung stimmen, Freunde. Was heißt das? Das heißt jetzt im Klartext, ich werde euch direkt auch die erforderlichen Ernährungstipps rausballern, die ihr braucht, damit ihr eine gute, definierte, ausdauernde Qualitätsmuskulatur aufbauen könnt. Denn genau um das geht es heute in diesem Video. Nämlich genau das richtet der Trainingsplan sich aus. Das ist ein Trainingsplan für eine ausdauernde, qualitative Muskulatur. Das heißt einfach unterm Strich nur, dass wir nicht nur im Hypertrophiebereich trainieren, sprich im schnellsten Muskelaufbaubereich zwischen 5 bis 12 Wiederholungen, sondern auch im Kraftausdauerbereich, das heißt zwischen 10 und 25 Wiederholungen, aus dem simplen Grund, weil wir wollen eine Muskulatur aufbauen, die uns natürlich im Alltag pusht und nicht einschränkt, ja, und die uns auch in anderen Sportarten pusht und nicht einschränkt. Ja, was heißt das Ganze jetzt eigentlich im Klartext? Das heißt eigentlich nicht mehr, wie, dass wir mit diesem Trainingsplan definieren. Ja, aber das Ganze ist natürlich nicht möglich, wenn wir jeden Tag bei McDrive vorbeifahren und zum Frühstück auch uns bereits den ersten Burger gönnen oder zum Mittag, weil ich glaube vor 10 Uhr gibt es ja bei McDonald's keinen Burger, keine Ahnung, warum ich das weiß, ich war ja selbst noch nie dort. Und dementsprechend, Freunde, heißt das, wir müssen natürlich auch auf unsere Ernährung achten. Aber das brechen wir ganz, ganz simpel runter. Erster Schritt. Ich komme direkt zum Punkt bei diesem Video, denn das soll ein reines Mehrwertvideo für euch sein. Ihr braucht euch da keinen Trainingsplan kaufen, Freunde, und auch kein E-Book kaufen, was ja so wichtig ist, damit man überhaupt Muskeln aufbauen kann. Bullshit, man kann auch genauso Muskeln aufbauen, ohne dass man einen Cent ausgibt. Freunde, ihr seht es, ich mache es vor und ihr macht es nach. Also ihr seht es, checkt selbst die Kommentarbox aus. Hunderttausende von euch haben bereits durch meine Videos ihren Traumkörper erreicht, ohne einen Cent auszugeben. Und das freut mich unheimlich, genau deswegen mache ich YouTube und ich werde so lange weitermachen, bis jeder von euch den Traumkörper erreicht hat, Freunde. Das kann zwar wahrscheinlich etwas dauern, aber vielleicht kann ich jeden von euch dann irgendwann mal motivieren, zumindest die meisten. So, Freunde, was ist jetzt los hier? Ich nehme mal an, viele von euch wollen einfach jetzt nochmal das Grundwissen haben. Das ist ganz simpel, Freunde. Was wir als allererstes machen, ihr müsst wissen, was ist euer täglicher Kalorienbedarf. Das heißt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung Sportunterricht. Ja, das ist der Website, die nutzen auch Universitätsprofessoren, Lehrer und vieles mehr, aber auch Sportwissenschaftler, um deren ja, täglichen Kalorienbedarf zu berechnen und natürlich auch den Kalorienbedarf der Athleten zu berechnen. Und auch Extremsportler und Profisportler. Das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Seite, die könnt ihr nehmen. Da habe ich keine Kooperation damit, sie ist einfach kostenlos und die kann ich einfach sehr empfehlen. Das heißt, ihr geht jetzt in die Videobeschreibung, macht die Seite auf und füllt das Ganze aus, wie schwer ihr seid, wie groß ihr seid, wie viele Stunden am Tag ihr schläft und so weiter. Und dann bekommt ihr einen Kalorienbedarf ausgerechnet. Und genau dieser Kalorienbedarf bedeutet, zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen täglichen Kalorienbedarf von 2000 Kalorien habt, heißt das nichts anderes, außer, dass ihr genau 2000 Kalorien essen dürft und ihr werdet weder zu noch abnehmen. Das heißt, ihr bleibt genau gleich, wenn ihr jeden Tag 2000 Kalorien zu euch nehmt. Das ist der tägliche Kalorienbedarf. Und damit wir jetzt definieren können, Freunde, was müssen wir machen? Ganz klar, wir müssen richtig ein Kaloriendefizit fahren. Ich weiß nicht, ob ihr hier die Fliege seht, ja, die ist da ganz in der Nähe. Und wir fahren ein Kaloriendefizit von nur 300 Kalorien. Warum nicht mehr? Ganz simpel, denn wenn wir mehr fahren, dann kommt der Körper in Alarmsituation und das heißt, wenn ihr wieder etwas mehr esst, speichert der Körper das sofort ab, ja, als Fettreserve und ihr schießt sofort wieder wie mit dem Jojo-Effekt in die Höhe mit dem Körperfettanteil. Das wollen wir verhindern, deswegen nur 300 Kaloriendefizit. Das heißt, wenn ihr 2000 Kalorien den Kalorienbedarf habt, sind das 1700 Kalorien und ihr werdet so kontinuierlich abnehmen und immer mehr definieren. Ganz klar, am Anfang nehmen wir selbstverständlich an den Extremitäten ab. Ja. Ihr kennt es vielleicht, Beine, Arme und erst zum Schluss in der Körpermitte. Das könnte ich jetzt ausschweifend erklären, aber ich bringe es auf den Punkt. In der Körpermitte wird einfach das Fett gespeichert, ja, für schwere Zeiten. Ja, das ist immer schon so. Wir sind ja natürlich auch darauf ausgelegt zu überleben. Und von dem her speichern wir einfach hier am liebsten das Fett. Freunde, ihr kennt es, wenn hier sich das Fett ablagert im unteren Bauchbereich beziehungsweise unteren Rücken, Hüfte. Da brauche ich jetzt immer länger labern. Das heißt einfach 300 Kalorien täglich Defizit fahren und ihr werdet abnehmen. Aber erst am Schluss am Bauch, das heißt durchhalten, nicht aufgeben. Aber auch da wird das Fett schlussendlich verschwinden. Das verspreche ich euch. Wenn ihr
natürlich nach diesem Trainingsplan und jetzt die Ernährungstipps einhaltet. So, das ist der Punkt Nummer 1. Sprich, ein Kaloriendefizit von 300 Kalorien fahren und natürlich vorher den täglichen Kalorienbedarf ausrechnen. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja Sascha, wie geht das so einfach? Ich weiß ja nicht genau, was ich so esse. Und das verstehe ich jetzt. Ich verstehe, dass nicht jeder von euch, so wie ich, täglich so sein Essen abwiegt. Also jetzt muss ich es auch nicht mehr machen, weil ich schon ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt habe, wo sind wie viele Kalorien drin, wie viel Proteine und so weiter. Aber ich empfehle es euch wirklich wärmstens, Freunde. Das meine ich wirklich nur gut, denn ich verdiene damit gar nichts. Holt euch die App MyFitnessPal, die kostet auch nichts. Und dann gebt ein, wie viel Kalorien ihr an einem Tag esst. Ich weiß, es gibt sehr viele hier Fitness-Experten, die sagen, ja, ihr müsst nicht jeden Kalorien tracken. Und das ist natürlich richtig. Aber ich habe jetzt schon hunderte Athleten gecoacht, auch persönlich gecoacht, nicht nur übers Internet. Und was ist mir aufgefallen? Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's jetzt wirklich beinhart, wie es ist. Nämlich, es ist so, alle Dicken, alle Übergewichtigen, die abnehmen wollen, sagen, hey Sascha, schau, bei mir ist es so, ich kann nur extrem wenig essen und ich nehme sofort zu. Meine dünnen Freunde in der Schule, die essen Chips und so und die nehmen einfach nicht zu. Dann sage ich immer, ich will dich ja jetzt nicht verletzen, aber hör mir mal gut zu. Ich behaupte das Gegenteil. Punkt. Dann schauen sie mich immer an und da pokere ich natürlich. Warum pokere ich da? Weil er könnte ja eine Schilddrüsenüber- bzw. Unterfunktion haben. Das heißt, es würde wirklich stimmen. Das heißt, er kann wirklich mehr essen als andere und durch die Schilddrüsenüberfunktion verbrennt er einfach mehr Kalorien. Aber das haben nur sehr, sehr wenige hier in Österreich. Das heißt, die Chance, dass ich verliere, die gehe ich ein. Die ist nur sehr gering. Ja? Und so kann ich einfach die Menschen motivieren. Und bei den Dünnen ist es genauso. Die sagen, hey Sascha, wie sieht das aus? Mein dicker Freund, ja, der isst viel weniger wie ich und ich esse so viel und ich nehme einfach nicht zu, dann sage ich, hey, gib mal einen Tag ein auf mein Fitnesspol, ja, was ich auch zu den Dickeren sage, gib das einen Tag ein und dann schauen wir nochmal, ob das stimmt. Und bis jetzt war noch kein einziger dabei, echt, Hand aufs Herz, noch kein einziger, wo das nicht dann gestimmt hat. Also meine Ansicht, nicht seine. Sprich, die Dünnen essen einfach zu wenig, die essen wirklich weniger und die Festeren essen einfach wirklich zu viel. Da will ich keinem die Schuld zuschieben. Da gibt es keinen, wer ist da schuld daran und wer hat da recht. Da geht es nur darum, damit ich sie motivieren kann, dass ich die Augen öffnen kann. Und genau deswegen ist es wichtig, jetzt kommen wir zum Punkt, dass man mal die Kalorien zählt. Weil sonst wissen sie es ja nicht. Die glauben ja wirklich, sie essen weniger, tun sie aber nicht. Versteht ihr? Und deswegen zu sagen, ja, Kalorien zählen ist komplett unnötig, ist einfach kompletter Schwachsinn. Das kann man so nicht behaupten. Ihr versteht jetzt warum. Ja, so. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt wollt ihr wahrscheinlich aber nicht immer eure Kalorien zählen und das verstehe ich ja auch komplett, weil es ist anstrengend. Was ihr jetzt macht, was ich empfehlen kann, wenn ihr es schafft, macht das nur für einen Tag. Macht das nur für einen Tag, geht alles ein, was ihr esst für einen Tag. Da lernt ihr sofort, dann bekommt ihr ein sehr, sehr gutes Gefühl, ja, wie viel darf ich essen, wie viel Proteine und so weiter darf ich essen, Kalorien darf ich essen, wo sind wie viel Kalorien und Proteine drin, dann entwickelt ihr einfach ein Gefühl dafür. Ja? Und dann macht das eine Woche, ja, dann braucht ihr es nicht mehr machen. Dann habt ihr schon so ein gutes Gefühl dafür entwickelt, ein Leben lang, und ihr wisst immer Bescheid, was ihr macht. Also ich kann es echt ans Herz legen, aber wenn ihr das nicht wollt, gebe ich euch auch einen Tipp. Dann macht das so, steppt am Montag früh auf die Waage, ja, ihr habt noch nichts gegessen, steppt auf die Waage und was ihr dann macht, ist einfach, ihr wiegt euch ab. Ja, das liegt eigentlich auf der Hand, dass ihr euch auf der Waage abbiegt. Aber was ich damit sagen will, das macht ihr jede Woche und dann könnt ihr genau verfolgen, hey, habe ich zugenommen oder habe ich abgenommen? Weil Zahlen lügen nie, ja, weil das subjektive Erscheinungsbild kann immer sehr, ja, das kann schwindeln, Freunde. Denn wenn ihr euch selbst im Spiegel anseht, also mir ging das immer so, ich dachte, ey, ich bin immer noch so dünn, das gibt's ja nicht. Ich nehme einfach nicht zu. Andere sprechen dich dann aber an und sagen, hey, du hast zugenommen. Deswegen müssen wir auf Zahlen vertrauen, denn Zahlen lügen nicht. Und dementsprechend wiegt euch einfach ab und dann seht ihr genau, habe ich zugenommen oder habe ich abgenommen. Das heißt, wenn ihr zugenommen habt, dann habt ihr immer noch zu viel gegessen. Habt ihr abgenommen, seid ihr am richtigen Weg. Habt ihr zu viel abgenommen, seid ihr auch am falschen Weg, denn dann geht's zu schnell. Das heißt, einfach langsam abnehmen. Warum noch nicht zu schnell abnehmen? Weil dann verliert ihr auch Muskulatur und das wollen wir vermeiden. Das heißt, kein zu starkes Defizit fahren, ansonsten verschwindet auch die Muskulatur. Aber wir wollen ja auch nur Fett verlieren und Muskeln gleichzeitig aufbauen. Das geht unter bestimmten Voraussetzungen. Da gibt es 4 Voraussetzungen. Die will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es geht bei Anfängern, ich muss es doch noch sagen. Es geht bei Anfängern, natürlich auch bei Steroidkonsumenten, dann bei Übergewichtigen, weil sie ja die zusätzliche Energie aus den Fettreserven holen und natürlich auch bei Menschen, die bereits lange trainiert haben und dann eine Pause eingelegt haben und durch den Muscle Memory Effekt haben sie noch genügend Stammzellen in der Muskulatur, dass sie schneller Muskeln aufbauen können. So, Punkt.
Das Problem ist, Freunde, ich laber so schnell, weil ich möchte so viele Informationen in das Video packen, damit ich so vielen wie möglich von euch helfen kann. Aber ich weiß genau, wenn dann das Thumbnail auf YouTube zu sehen ist, sieht man auch die Zeit, wie lang das Video ist. Und je länger das ist, desto weniger klicken drauf, ja, weil sie sich nicht die Zeit nehmen wollen, was schade ist. Aber das ist einfach so und dementsprechend will ich einfach jetzt hier alles mit Wissen vollstopfen für euch. Und genau, jetzt geht's weiter. So, jetzt habt ihr es in entweder getrackt euer Essen oder nicht. Aber jetzt wollt ihr natürlich wissen, jetzt wisst ihr, wie viele Kalorien wir essen sollen. Aber was ist jetzt mit den Kohlenhydraten und Fetten? Das ist in diesem Fall scheißegal. Ihr müsst keine Low Carb und keine Low Fat Diät machen. Warum? Weil wir nur ein Kaloriendefizit von 300 Kalorien fahren. Und da können wir locker genügend Proteine, Kohlenhydrate und Fette zu uns nehmen, also eine ausgewogene Ernährung, weil das immer noch genug ist. Nur dann wird es immer schwierig, wenn man eine krasse Diät fährt, weil dann hat man nur bestimmte Anzahl an Kalorien frei und die will man ja mit Protein decken. Also muss man irgendwo zurückschrauben, entweder beim Fett oder bei den Kohlenhydraten. Versteht ihr? Und dann macht es Sinn, eine Low-Carb-Diät zu fahren oder eine Low-Fat-Diät zu fahren. Aber ansonsten macht es keinen Sinn, wenn man nur ein leichtes Kaloriendefizit fährt. Und das sagen euch auch immer viel zu wenig. Ich höre immer, was ist mit Low-Fat, Low-Carb, alles umsonst. Das ist auf keinen Fall umsonst. Denn wenn ihr eine krasse Diät fahrt, Freunde, dann müsst ihr umso mehr Proteine essen, damit ihr nicht die Muskulatur verliert. Weil die Muskeln bestehen aus Proteine, verdammt nochmal. Und dann sagen sie euch, ja, Low-Fat, Low-Carb, braucht ihr alles nichts. Ihr könnt überall genügend essen. Das kann sich ja nicht ausgehen. Angenommen, ihr fahrt eine krasse Diät. Ich schweife jetzt ab, aber das muss ich auch mal sagen, weil was da Bullshit erzählt wird auf YouTube, das ist echt, das hält ja keiner aus. Also es ist so, Freunde, wenn ihr jetzt ein Kaloriendefizit fahrt, sagen wir jetzt nur ganz, ganz krass, nur 1000 Kalorien, damit ihr das besser vorstellen könnt. So, jetzt braucht ihr aber 2 Gramm Proteine pro Kilo Körpergewicht. Sagen wir jetzt, in der Diät braucht man mehr. Warum braucht man mehr? Ganz einfach, weil Proteine sättigen, ja, dann fällt es einem leichter, weniger zu essen, regen den Stoffwechsel an, also ihr verbrennt direkt in der Verdauung schon mehr Kalorien, während ihr verdaut, ja, und natürlich auch für den Erhalt der Muskulatur bzw. den Aufbau der Muskulatur. Deswegen muss man in der Diät den Kalorienbedarf erhöhen. Ja, das wissen auch sehr viele nicht, wundert mich warum, aber ist einfach so. So, und jetzt brauchen wir genügend Proteine. Angenommen, du hast 70 Kilo und brauchst am Tag 2 Gramm pro Kilo pro 100 Gramm Proteine, 2 Gramm Proteine pro Kilo im Körpergewicht, so, dass ich es rausbekomme. Das heißt, 140 Gramm für dich am Tag. Wenn du jetzt 140 Gramm Proteine decken willst, ja, dann hast du einfach, oder mit Nüssen, dann bist du schon locker über die 1000 Kalorien drüber. Das darfst du aber nicht sein, weil dann wirst du nicht abnehmen, sondern wieder zunehmen. Und deswegen muss man entweder Low Fat, also wenig Fett, oder Low Carb, also wenig Kohlenhydrate essen, ansonsten geht es sich nicht aus. Also immer wenn ihr hört, Low Fat, Low Carb ist alles umsonst, nehmt glücklich und ausgewogen ab. Ja, das kann funktionieren, aber nur wenn ihr leicht den Kaloriendefizit fahrt, ansonsten kann es nicht gehen, ihr müsst euren Proteinbedarf oben halten. Und wenn ihr da nicht oben ist, dann könnt ihr abnehmen, dann werdet ihr aber dünn, weil ihr die Muskeln auch verliert. Freunde, 1 Gramm, ja, Fette hat 9 Kalorien, 1 Gramm Kohlenhydrate und Proteine 4 Gramm Kalorien. Das ist nichts anderes. 1 Kilogramm Fett besteht aus 7000 Kalorien, menschliches Fett. Nicht das normale Fett, das wären ja sonst 9000, weil wir haben ja 9 Gramm. Aber ich schweife jetzt ab. So. Nochmal kurz runterkommen. Es ist einfach schwierig. Weißt du, ihr merkt, es ist etwas komplex, aber es ist nicht so komplex und das möchte ich euch vermitteln. Lasst euch nicht verarschen, ihr braucht nicht um 400 Euro irgendeinen Trainingsplan kaufen und ihr braucht auch nicht irgendein E-Book und irgendeine Scheiße kaufen, es ist einfach so einfach. Fitness ist für alle da und Fitness soll nicht für die da sein, die Geld haben. Was ist da für Schwachsinn? Freunde, so. Ich muss jetzt nochmal kurz runterkommen, weil ich halte es nicht aus. So. Wir sind hier stehen geblieben. Ernährung. So, Kaloriendefizit 300. Passt, wissen wir. Müssen wir alle Kalorien zählen. Nur dann, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr richtig liegt, dann ist es natürlich empfehlenswert, dass ihr mal einen Tag zumindest eure Kalorien genau abwiegt, also Essen abwiegt und genau trackt. So, sonst einfach jede Woche montags abwiegen. Das empfehle ich sowieso. Denn dann könnt ihr euch selbst beobachten. Nehme ich zu oder nehme ich ab? Zahlen lügen nicht. Dann Proteine, ja, Kohlenhydrate und Fette jetzt erklärt. Ja. Ihr braucht kein Low Carb und kein Low Fat fahren, wenn ihr nur ein Kalorien von 300 Defizit fahrt. Ein Defizit von nur 300 Kalorien, dann ist das nicht nötig. Aber jetzt kommen wir zu den Proteinen. Habe ich auch schon gesagt. 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. In der Diät mehr, wissen wir normal. Ansonsten reicht so 1,5 bis 2 aus. So. Laut Studien, ja, und mehr Proteine sind nicht schädlich für gesunde Nieren und so weiter, aber da habe ich überall dazu habe ich eigene Videos abgedreht. So, dann möchte ich euch natürlich noch sagen, wo kommt jetzt die Proteine her? Das ist die nächste Frage, die sich wahrscheinlich stellt für viele von euch. Und wahrscheinlich noch so günstig wie möglich. Ist klar, also günstige Proteinlebensmittel. Platz Nummer 1,
wo ihr 100 Gramm Proteine am günstigsten bekommt, sind Haferflocken mit Vorsprung. Haferflocken. Ja? Ich rede jetzt nicht vom Preis der Haferflocken, sondern ich rede von 100 Gramm reine Proteine. Ja? Das heißt, erster Platz Haferflocken, zweiter Platz, und jetzt hält euch gut fest, Proteinpulver. Ist so. Proteinpulver, rechnet selbst nach, hat einfach so viel Proteine und kostet genau so und so viel. Das kann man sich einfach ausrechnen. Dann merkt ihr, das ist auf Platz 2. Ich habe dein eigenes Video abgedreht, die 10 günstigsten Proteinlebensmittel, die es im Supermarkt zu kaufen gibt. Trotzdem hat Proteinpulver auf Platz 2 belegt. Deswegen, ich empfehle es nicht mit normalem Proteinpulver, euer Proteinbedarf zu decken. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich sage es euch immer wieder direkt, versucht vorher mit der normalen Ernährung, sich ausgewogen zu ernähren und alles abzudecken, was ihr nur abdecken könnt. Dann greift auf Supplements, Nahrungsergänzungsmittel zurück. Ja? Nur um das nochmal klarzustellen. Aber dementsprechend, ich schaffe es nicht mit der normalen Ernährung meinen Proteinbedarf zu decken, sprich ich hole mir einfach Proteine, sind günstig, kosten nicht viel, sonst muss ich mir auch was anderes kaufen. Und alles andere ist teurer. Gouda, Skyr, Skrr, dann Topfen, Quark, Nüsse, Fisch, Fleisch und so weiter. Das alles ist teurer. Aber das sind natürlich schon sehr, sehr günstige Proteinlebensmittel. Und Eier, natürlich selbstverständlich auch Eier, rote Linsen, Bohnen. Ja, da haben wir mehr als genug jetzt aufgezählt und ihr seht, da könnt, und sonst checkt das Video eben aus. Ich verlinke euch alle Videos, die ich hier erwähne, unten in der Videobeschreibung. Und auch meine Proteine, die ich verwende, das sind Europas günstigste Proteine mit den Kurzascher 10. Und ihr kennt euch aus, mit den Kurzascher 10 wird es und gibt es immer schon die meisten Vorteile. Gerade im letzten Video habe ich 100 Euro an einen rausgehaut, der im Mai mit den Kurzascher 10 bestellt hat. Und das mache ich ab jetzt jedes Monat. Plus Überraschungspakete gibt es jedes Monat für einen, der mit den Kurzascher 10 bestellt hat. Und noch vieles, vieles mehr. Aber ich will jetzt nicht darauf eingehen. Ihr wisst es, ich verschenke fast in jedem Video 100 Euro. Denn es ist meine Devise, give something back. Give something back, also wenn ihr mir was gebt, dann gebe ich das Ganze natürlich zurück. Das ist immer eine Gegenseitigkeit, ihr kennt ja euch aus. Wenn es so wie man es ins Wald schreit, so kommt es auch zurück. Also, einfach realer Content, ehrlicher Content und einfach wieder was zurückgeben. Und dementsprechend, genau deswegen mache ich das. Also einfach immer Kurzascher 10 zu verwenden und ihr seid immer am besten ja, dran. Ist einfach so. Und auch in Zukunft wird das immer so bleiben. Punkt. So. Also, meine Supplements findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nur Supplements, die auch wirklich was bringen. Checkt auch das Video aus, die Wahrheit über Supplements. Checkt das aus, da erfahrt ihr, welche Supplements ihr wirklich braucht und welche ihr nicht braucht. Ja, kann ich nur empfehlen, auch unten in der Videobeschreibung verlinke ich genau dieses Video auch noch. Warum erwähne ich jetzt noch Supplements? Ganz einfach, weil es gibt in meiner Meinung nach 4 Säulen. Ernährung, ja, also eigentlich sind es 3. Ernährung, Training und Regeneration. Auch zur Regeneration habe ich ein eigenes Video abgedreht, aber das würde jetzt den Videorahmen sprengen. Aber warum ein wenig Supplements? Weil die meisten es nicht schaffen, mit der Ernährung alles abzudecken. Sprich Omega-3, weil die einen mögen Fisch nicht so gerne. Oder Vitamin D, weil man nicht so viel rauskommt. Oder weil Winter ist. Oder Proteine, weil man nicht so viel Fleisch und so weiter isst. Oder nicht genügend und so weiter. Das heißt, Supplements sind dann sehr, sehr wichtig, weil sie einfach uns das Ganze ergänzen lassen. Ja, Punkt. So, deswegen, schaut, dass da alles stimmt. Auch mein Trainingsequipment findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zum Beispiel, was kann ich empfehlen, die Trainingshandschuhe und so weiter. Aber ich kann eigentlich alles empfehlen, was unten steht. Nehme ich auch selber bei jedem Workout die Handschuhe, das Handtuch, den Rucksack und so weiter. Aber jetzt geht es direkt wieder weiter. Freunde, jetzt haben wir eigentlich das meiste von Ernährung abgedeckt. Und ihr seht, ich brauche da kein Skript dazu. Ich sage euch einfach, was Sache ist. Ja, da stelle ich hier die Kamera hier auf, hier in der wunderschönen Natur. Vorher checkt das aus. Was ist das? Das ist doch mega, mega nice. Das ist für mich, ja, dafür lebe ich. Das ist ein Traum. So. Wie geht es jetzt weiter hier? Wir wollen jetzt wissen, wie sieht der Trainingsplan aus, oder? So nennt sich ja auch das Video. Das heißt, ich habe für euch einen Trainingsplan zusammengestellt, wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, damit ihr so schnell wie möglich definiert werdet. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, auch hier auf meinem Kanal. Ich repräsentiere kein klassisches Bodybuilding mit 140 Kilogramm Körpergewicht. Warum nicht? Ja, weil es eigentlich meine persönliche Einstellung ist, dass es besser ist, fit zu sein. Das steckt ja im Wort Fitness. Und mit Fitness assoziiere ich auch Gesundheit. Ja? Und 140 Kilogramm ist man einfach nicht mehr gesund, leider, weil das Herz einfach darunter leidet. Ja? Aber es ist jetzt eine andere Geschichte und jedem das Seine. Ihr kennt euch aus, Freunde. Und so ist es immer im Leben. Jedem das Seine. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Wie sieht das jetzt aus? Montag, Freunde. Wir starten mit Montag. Was haben wir Montag? Ein HIIT-Workout, ein High-Intensity-Intervall-Training. Warum? Weil wir, ganz simpel, weil wir da am meisten Kalorien verbrennen. Und wir wollen natürlich Kalorien verbrennen. Aber, wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, das bringt nichts, wenn ihr trotzdem jeden Tag zu McDrive fährt. Warum nicht? Ich habe bereits die 10.000 Kalorien-Challenge gemacht und die Ess-Challenge und die 10.000 Kalorien-Verbrenn-Challenge mit Sport. Und ich sage euch eins, die 10.000 Kalorien-Verbrenn-Challenge, ja,
Da habe ich von 3 Uhr morgens bis Mitternacht durchgehend Sport gemacht. Da merkt man mal richtig, dass es viel, viel schwerer ist, mit Sport abzunehmen, als sich einfach nur auf die richtige Ernährung zu konzentrieren. Und genau deswegen ist Ernährung meiner Meinung nach wichtiger. Warum? So, jetzt stell mir mal einen Chickenburger vor. Der hat 330 Kalorien, wenn ihr zu McDonald's geht. Ja? 330 Kalorien, wie lange braucht ihr, bis ihr den aufgegessen habt? Also ich, wenn ich Gas gebe, 2-3 Minuten, dann ist der weg. So, oder ein Hamburger. So, 300 Kalorien. So, wie sieht das jetzt aus? Wann verbrennen wir 300 Kalorien beim Spazierengehen zum Beispiel? Kannst du fast eine Stunde gehen. Seht ihr jetzt die Relation? Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden seht, der jeden Tag eine Stunde spazieren geht, wird er nie abnehmen, nur weil er einen Hamburger mehr bei McDonald's isst, ein oder zwei. Stellt euch das mal vor. Und deswegen ist Ernährung so verdammt wichtig. Und ihr könnt noch so hart trainieren, wenn ihr nicht die Proteine zu euch nehmt, denn Muskeln bestehen einfach aus Proteinen, ihr müsst Proteine dann haben, weil das sind einfach Proteine, dann könnt ihr nicht aufbauen. Das ist mir selbst der Gang 1-2 Jahre lang. Weil ich, da gab es noch kein YouTube vor 12 Jahren, wo ich angefangen habe, gab es schon, aber da habe ich selbst noch nicht so wirklich damit gearbeitet, beziehungsweise nichts angeschaut. Und da habe ich einfach selbst diese Fehler gemacht. Das heißt, ihr macht sie bitte nicht mehr. Und genau deswegen habe ich diesen Kanal gegründet. Denn ihr wisst, ich war extrem dünn, wurde gemobbt und das hat mich einfach inspiriert, dass euch das nicht passiert, dass ihr euch ändern könnt, selbstbewusst werdet, was ist das für Grammatik, damit ihr selbstbewusst werdet. Aber ihr sollt auch so selbstbewusst sein, ohne jetzt den Körper dafür zu brauchen. Das ist eine ganz wichtige Message, aber ich triff da schon wieder ab. Kommen wir wieder zurück zum Punkt. Wo war ich? Ja, HIIT-Workout. Es ist einfach wichtig, dass wir jetzt wissen, warum wir ein HIIT-Workout machen, einfach um die Kalorien zu verbrennen. Ja, und ihr wisst jetzt, es ist extrem wichtig, sich so richtig zu ernähren. Das ist das A und O im Fitnesssport. Lasst euch nichts einreden, Training ist wichtig, Regeneration ist auch wichtig, aber Ernährung ist auch verdammt, verdammt, verdammt wichtig. Ja? So, das heißt Montag HIIT-Workout. Um Kalorien zu verbrennen, da trainieren wir den gesamten Körper. Ja, das ist das Workout. Ihr findet den gesamten Trainingsplan dann unten in der Videobeschreibung. Da verlinke ich euch den gesamten Trainingsplan. Da könnt ihr dann genau Montag, Dienstag, zack, schreibe ich euch genau rein. Alles natürlich zu 100% kostenlos. Also Montag HIIT zum letzten Mal. Dann Dienstag machen wir eine Pause. Warum? Weil Montag haben wir den ganzen Körper trainiert. Und wenn wir den ganzen Körper trainieren, müssen wir natürlich eine Pause einlegen. Warum? Ganz simpel. Weil währenddessen wir den Muskel trainieren, glauben ja viele, ja, jetzt baue ich den Muskel auf, weil jetzt kommt, wird sie wieder größer. Aber es passiert nichts anderes, außer dass eben Pump passiert, also wir besser durchblutet und so weiter, jetzt sieht er größer aus, aber es entstehen Muskelrisse, deswegen brennt es ja auch. Und deswegen ist der Muskel nach dem Training schwächer, nicht stärker, aber durch die Regeneration, ja, die kleinen, feinsten Muskelfaserrisse werden einfach durch die Proteine wieder aufgefüllt und so durch die Zeit wird der Muskel wieder etwas stärker als er zuvor war. Ganz, ganz simpel, das ist Regeneration, deswegen Pause einlegen. Ja? Das heißt, Dienstag Pause, so, dann geht's weiter. Mittwoch, was machen wir Mittwoch? Ein 30 Minuten Oberkörper-Workout für zu Hause, ohne Equipment, im Hypertrophiebereich. Das heißt, hierbei, Freunde, trainieren wir jetzt im schnellsten Muskelaufbaubereich zwischen 5 und 12 Wiederholungen. Natürlich baut man genauso schnell auf, wenn man zur Muskelerschöpfung kommt. Ja, dann ist wissenschaftlich erwiesen, baut man genauso schnell auf. Das heißt, ihr könnt auch mal einen Drops einbauen oder mal mit 15 Wiederholungen trainieren. Das spielt alles absolut keine Rolle. Genau deswegen kann man auch mit dem eigenen Körpergewicht genauso Muskeln aufbauen. Lasst euch da nichts erzählen. Im Körper ist es egal, ob ihr jetzt die Stange wegdrückt im Gym oder ob ihr euren eigenen Körper bei Liegestützen wegdrückt. Was macht das für einen Unterschied? Genau richtig kein. Und wenn man etwas kreativ ist, kann man auch immer schwerer trainieren. Natürlich wird es immer etwas schwerer, weil man immer stärker wird. Aber da muss man einfach etwas kreativ sein und dann klappt das Ganze ja auch. Ich sage euch aber auch ganz ehrlich, dass ein Gym auch Vorteile hat. Ich habe bereits 2 Videos abgedreht, warum du zu Hause trainieren sollst und warum du im Gym trainieren sollst. Weil ich möchte da auch ja objektiv sein. Ja? So, aber weiter geht's. Ganz 30 Minuten Oberkörper-Workout für Mittwoch. Donnerstag machen wir Beine, weil Oberkörper regeneriert, Beine können wir trainieren. 10 Minuten Bein-Workout. Und für die jetzt unter euch, die jetzt ja, Disco-Pumper sind, sage ich jetzt mal. Ja? Ich habe eine Nachricht für euch. Und zwar, macht auch dieses Bein-Workout mit. Warum? Weil während des Beinworkouts schüttet der Körper extrem viel Wachstumshormone aus, also Testosteron unter anderem. Was heißt das? Das heißt, auch der restliche Körper, die restliche Muskulatur des Körpers baut sich auch schneller auf. Ich glaube, damit kann ich euch auch mit ins Boot holen, also trainiert auch die Beine. Sprich, es sieht auch nicht schön aus, oder, wenn wir 2 so Streichholzer bzw. so Lettischstangerl unten raus haben und oben einfach richtig breit sind. Und dementsprechend auch für den Alltag ist es einfach von Vorteil, wenn man eine starke Beinmuskulatur hat. Gut, so, ich glaube, jetzt konnte ich auch jeden von euch motivieren, das Beinworkout genauso durchzuziehen. Es dauert nur 10 Minuten, macht das auf jeden Fall mit und seid ihr einfach sehr, sehr gut dabei. So, wie geht's jetzt weiter? Freitag,
Freitag machen wir Pause. Ganz simpel, weil so, weil natürlich der Oberkörper sich noch regeneriert, die Beine sich regenerieren und da bauen wir schön auf, einfach auf die Ernährung achten, ist genauso anstrengend, ist meiner Meinung nach sogar schwieriger, die richtige Ernährung zu haben, wie einfach ein hartes Training durchzuziehen, weil da muss man nur kurz Gas geben, Ernährung muss man den ganzen Tag achten. Aber macht euch da nicht verrückt, gönnt euch auch mal etwas, denn ihr müsst da nicht jeden Kalorien zählen, denn wir sind hier nicht im Profisport, sondern wir wollen den Fitness-Lifestyle pflegen, das heißt gesund und glücklich sein. Wir wollen uns nicht einschränken, komplett einschränken, das ist ja auch nicht das Ziel. Gut, wie geht's jetzt weiter? Wir waren jetzt beim Freitag und Freitag ist eben Pause. Dann kommen wir zum Samstag. Für den Samstag habe ich euch was Cooles eingeplant, nämlich da machen wir wieder das HIIT-Workout, einfach wieder um zusätzlich Kalorien zu verbrennen, um den ganzen Körper zu, richtig an die Grenzen zu bringen. 30 Minuten, das ist das heftigste HIIT-Workout, was ich jemals abgedreht habe auf meinem Kanal. Mach es auf jeden Fall oft genug mit. Plus, und jetzt kommt's, beim HIIT-Workout, ja, das solltet ihr jetzt auch wissen, jetzt sind hier fast 30 Minuten gegangen, gefilmt worden, also ich labere die ganze Zeit hier durch, seit 30 Minuten gibt's das. Oh mein Gott, ich muss da kurz auf Pause drücken, weil das stoppt automatisch. So, und weiter geht's, ich bin schon wieder da, Freunde. Und was ist jetzt das Spannende am Samstag? Ganz simpel, wir trainieren am Samstag nicht ein HIIT-Workout, sondern anschließend machen wir auch ein Bizeps-Workout. Entweder das 5 Minuten Bizeps-Workout, ja, hier mit dieser Wasserflasche. Das ging natürlich auch, ja. Nur so nebenbei erwähnt, 2 Kilo, 2 Liter. Und dementsprechend ging das, aber entweder ihr macht das mit den Hanteln, das 5 Minuten Bizeps-Workout von mir, das bereits online ist, oder ihr macht das Bizeps- und Trizeps-Workout ohne Geräte. Das könnt ihr genauso machen. Ihr könnt auch den Trizeps weglassen, aber auch mitmachen. Warum jetzt? Weil beim HIIT-Workout trainieren wir vor allem auch die Beine und große Muskelgruppen. Warum? Denn wenn wir große Muskelgruppen wie zum Beispiel Beine trainieren, bewegt sich der ganze Körper. Und da verbrennen wir natürlich viel mehr Kalorien, wie wenn wir jetzt nur hier den kleinen Bizeps trainieren, den kleinen Muskel. Ja, der ist in diesem Fall ja vielleicht nicht so klein, aber im Vergleich zur Rückenmuskulatur und zu anderen Muskeln ist er einfach echt winzig, kann man sagen. Und dementsprechend verbrennen wir keine Kalorien beim Bizeps-Workout, beziehungsweise viel zu wenig. Und das ist ja nicht das Ziel des HIIT-Workouts, sondern da wollen wir viel verbrennen. Deswegen habe ich beim HIIT-Workout nur den Bizeps etwas weggelassen. Der Trizeps geht mit bei allen Liegestützen und so weiter, egal ob wir jetzt nicht so eng greifen, natürlich wäre es besser, aber wir machen so viele, dass auch natürlich der Trizeps hier jedes Mal mitgeht. Das heißt, wie ihr wollt, ihr könnt den Trizeps auch trainieren, aber Bizeps reicht vollkommen aus, wenn ihr dann auch ein Bizeps-Workout dazu anschließend macht. Für den Sonntag, Freunde, ja, den Sonntag lassen wir Sonntag sein, das heißt, da haben wir frei, da haben wir eine schöne Regenerationszeit und dann am Montag geht es dann direkt wieder mit dem HIIT-Workout weiter. Das war der Trainingsplan für den Sommer, meine lieben Freunde, das heißt, macht das, achtet auf die Ernährung und ihr werdet extrem schnell definiert werden. Das ist keine Kunst. Lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen komplizierten Diäten oder von irgendwelchen, keine Ahnung, ich will ja jetzt nichts sagen und keinen persönlich angreifen. Ich denke mal, die alle meinen es mit euch irgendwie gut. Hoffe ich halt irgendwie, dass das der Sinn dahinter ist. Wer von euch hat bereits durch meine Workouts seinen Traumkörper erreicht? Beziehungsweise, was habt ihr durch meine Workouts erreicht? Lasst es die Community wissen, denn so könnt ihr sie motivieren, dass sie sehen, man muss keinen Cent zahlen und man wird genauso schnell Muskeln aufbauen können wie alle anderen. Und wir wissen seit Artikel 13, wir sind keine Bots. Ja, das sind alles echte Kommentare. Ah, oh mein Gott. Ich könnte echt stundenlang da mit euch labern. Aber wichtig ist einfach, dass ihr jetzt versteht, dass das Ganze nicht so kompliziert ist, wie es im ersten Moment scheint. Fitness soll verständlich erklärt werden, nicht zu wissenschaftlich, denn ich finde, wenn jemand, das war bei mir im Studium schon so, wenn jemand es leicht erklären konnte, eine schwierige Thematik leicht erklären konnte, der hat es wirklich verstanden. Und genau das macht den Unterschied. Lasst euch nicht hier mit von jemandem imponieren, der mit Fachwörtern protzt, denn was bringt das? Ja, und jetzt werde ich etwas runterkommen, denn ihr merkt, der Booster, den ich mir immer baller, sehr gerne vor irgendwelchen Videos, damit ich euch richtig motivieren kann, wirkt, hat gewirkt. Schön langsam werde ich wieder etwas ruhiger. Ja, in diesem Sinne, ich werde mir hier noch jetzt, keine Ahnung, die schöne Natur gönnen, vielleicht noch ein bisschen schwimmen gehen, da unten jetzt im Bach. Aber in diesem Sinne, das war es eigentlich schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt mit einem Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Feedback da. Und wir sehen uns auf Instagram. Da gibt es auch immer Motivation, Trainings- und Ernährungstipps. Ja, und genau, Freunde, diese Schuhe und diese Socken und auch diese Waterbottle und das Tanktop und so weiter, das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ja, beziehungsweise diesen Rucksack, das findet ihr alles unten bei meinem Trainingsequipment auch in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze mal aus. Ich kann es empfehlen. Die Qualität ist 1A. Aber der Preis ist noch besser. In diesem Sinne, haut rein, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Und jetzt, Ballflip, come on! Ah, fuck!
Ja! Läuft! Na gut, hatte genug Versuche. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah, yeah.